Hi, wir sind wieder auf den internationalen Jagd- und Schützentagen hier auf Schloss Grünau und wir sind jetzt hier am Stand von Kepler und haben hier die KS5 Hunter. Und das ist mal ein Gewehr für die Leute, die sich nicht entscheiden können, ob sie eher eine traditionelle Waffe oder was Hochmodernes haben wollen. Hier haben wir einfach beides. Wir haben hier ein wunderschönes Ballpappgewehr, sehr leicht, sehr locker haltbar. Also wirklich, das hält sich wie eine Pistole mit einer Hand. Fühlt sich jetzt überhaupt nicht vorderlastig an. Wir haben hier trotz des 20 Zoll Laufes haben wir ein sehr kurzes, kompaktes Gewehr hier. Auch mit aufgesetztem Schalldämpfer und Glas fühlt sich das unheimlich leicht an. Interessant ist, dass wir hier das Magazin nicht unten angesetzt haben, wie bei den meisten Ballpappgewehren, sondern eben eher seitlich. Das macht auch gerade vielleicht im Liegenanschlag den Magazinwechsel leichter, weil man das Magazin zur Seite einfach wesentlich leichter rauskriegt. Wir haben jetzt hier ein Abzugssystem eingebaut. Es gibt es mit einem 1,5 Kilo Abzug, es gibt es mit einem 800 Gramm Abzug oder auch mit einem 600 Gramm Abzug. Auch hier die Waffe selber bricht absolut sauber. Richtig schönes System. Wir haben das hier mit einem sehr schönen Holz eben aufgesetzt, also mit einem Luxusholz. Trotzdem ist die Waffe hier im Komplettpreis ohne Glas und ohne Dämpfer bei gerade mal 6.000 Euro, was ich für ein Gewehr in dieser Ausführung mit diesen Features echt als günstig ansehe. Die Waffe hat einen ergonomischen Griff. Wer sich jetzt denkt, ja, dann habe ich als Linkshänder Probleme, kein Problem. Die Waffe gibt es auch als in einer Linkshänder-Ausführung. Und generell werden die Waffen auch erst auf Bestellung gefertigt. Also wenn man hier irgendwelche Sonderwünsche hat, Kepler kann da hier wirklich jeden Sonderwunsch erfüllen, den man sich so vorstellen kann, solange es technisch und rechtlich möglich ist. Ebenfalls sehr interessant ist, dass das Gewehr modular aufgebaut ist. Also wenn man sagt, ich will aber nicht im Long Range jetzt mit einem Holzgewehr auftauchen, kein Problem. Wir haben jetzt hier eine Mischform gebaut, gerade live hier auf dem Stand mit einem Imbusschlüssel. Jetzt ist der Holzschaft hier abgenommen und durch den taktischen Schaft mit Erddorn eben ausgetauscht worden. Oben die Schaftbarke angesetzt, kann man natürlich auch gegen die tauschen, wo eben hier seitlich die Wangenaufnahme mit dran ist. Ohne Probleme, es geht wirklich in Minuten und man kann sagen, man kann sein taktisches Gewehr zu einem traditionellen Holzgewehr umbauen, um damit auf Drückjagd zu gehen, auf die Gesellschaftsjagd. Und wenn man dann sagt, man geht nach Dänemark auf den Longrange-Stand, dann baut man sich das ganze Ding wieder zurück auf taktisch mit Polymerschäftung, mit schwarzer Holzschäftung, wie auch immer man das möchte und das ohne Probleme. Finde ich ebenfalls ein sehr, sehr geiles und sehr interessantes Feature. So in der Form auch noch nicht gesehen. Deswegen, wie gesagt, kann man sich mal mit aufs Auge drücken. Werden wir jetzt auch mit bei uns ins Sortiment mit aufnehmen. Sehr leicht, ein bisschen traditionell, sehr modern, gefällt mir sehr gut.